Microsoft lässt die Korken knallen. Seit Ende November ist die Spielkonsole Xbox One auf dem Markt. Sie soll die nächste Generation der Unterhaltungselektronik einläuten. Dank besserer Hardware hat sich im Vergleich zum 8 Jahre alten Vorgängermodell einiges getan. Zumindest was Grafik und Effekte angeht. Doch das wichtigste Feature der neuen Xbox hatte schon bei der Ankündigung für Kontroversen gesorgt. Die Kamera Kinect mit 4 Mikrofonen, Full-HD-Auflösung, einem Infrarot- und Tiefensensor sollte sie permanent das Wohnzimmer überwachen, die Konsole ständig online sein. Datenschützer und Xbox-Fans befürchteten, ausgespäht zu werden und empörten sich. Schnell kursierten Horrorszenarien im Netz. Persönliche Vorlieben würden für maßgeschneiderte Werbung analysiert werden. Ja, den Puls der Spieler sollte die Wunderkamera angeblich messen können. Microsoft ruderte daraufhin zurück und führte diese Funktionen nicht ein. Und so ist die neue Xbox Kinect erst einmal das, was sie schon bei der Vorgängerversion war: ein Eingabegerät für Bewegung. Dabei sind andere Anwendungsmöglichkeiten technisch durchaus möglich. Moderne Software zur Gesichtserkennung kann die Kinect-Kamera für eine neue Form von Videospielen nutzen. Das zeigt ein Forschungsprojekt an der Hochschule Mittweida. Mit dem Spiel Urban Legend wollen sie etwas ganz Neues wagen. Kameras wie die Kinect sollen die Mimik des Spielers erkennen. Das ist Teil der Spielidee. In Urban Legend gibt es 2 Parteien. Rebellen wollen eine Revolution anzetteln. Die Polizisten wollen das verhindern, indem sie verdächtige Passanten untersuchen. Der Spieler ist der Rebell und muss natürlich unerkannt bleiben. Um nicht aufzufallen, muss er vor seiner Webcam freundlich lächeln, wenn er von den Polizisten gescannt wird. Ein Algorithmus wertet die Kamerabilder aus und interpretiert den Gesichtsausdruck des Spielers. Emotionen wie Freude, Trauer oder Wut werden so erkannt. Kann der Spieler sein freundliches Pokerface nicht aufrechterhalten, ergeht es ihm schlecht. Dadurch, dass wir diese Kamera integriert haben, dadurch, dass wir diese Mimikerkennung haben, können wir eigentlich diese Geschichte viel cleverer erzählen. Nämlich, indem wir sagen, nicht nur die Geschichte erzählt Überwachung, sondern du wirst selbst überwacht. Story und Gameplay sind bei Urban Legend also eng verzahnt. Doch wo Überwachung im Spiel noch für Nervenkitzel sorgt, kann die Technologie im echten Leben weniger spaßig sein. Dann nämlich, wenn sie missbraucht wird. Also natürlich, wie alles, wo du dich im Internet bewegst, kann es ausgenutzt werden. Also das kommt halt wirklich auf eine ganz, ganz wichtige Sache an. Wie gehen die Leute, die dieses Spiel machen, mit diesen Daten um? Und wie sicher halten die das? Bei uns ist es so, dass es auf deinem PC läuft und dass kein Bild ins Internet geschickt wird, sondern das, was ins Internet geht, sind wirklich nur Spieldaten. Sowas wie halt, du bewegst deine Maus oder du lächelst. Dann sind es halt 60% Lächeln. Ne? Wir sind überzeugt davon, dass solange diese Technik einen spielerischen Mehrwert bringt, sie auch angenommen wird. Für die Xbox Kinect heißt das, Möglichkeiten bietet sie viele. Für kreative Spielformen einerseits, andererseits aber auch für Missbrauch. Die Zukunft der Videospiele ist ein zweischneidiges Schwert. Wen das beunruhigt, der muss auf die Xbox One dennoch nicht verzichten. Denn die funktioniert auch ohne angeschlossene Kinect-Kamera.